freue mich nicht nur, dass Sie da sind, sondern dass Sie es auch geschafft haben, sich von Nordrhein-Westfalen hier zu uns in den Norden durchzuschlagen. War das sehr schwierig, zum Beispiel in Niedersachsen zu passieren? Wir sind an Gütersloh nicht direkt vorbeigefahren, sondern haben einen Bogen gemacht. Mhm. Und insofern ging es. Ich musste nicht mal einen Pass vorzeigen. Okay. Wie ist denn die Stimmung in Nordrhein-Westfalen? Sind die Leute sauer? Das weiß ich nicht genau, weil ich sie gar nicht alle kenne. Mhm. Ah, Aber ich persönlich bin jetzt nicht so sauer, weil ich finde, dass das vom Bundesland unabhängig ärgerlich ist, was da passiert ist. Und ich finde, für die Leute ist es eine extreme Sippenhaft, dass die jetzt erleben müssen, dass es am Landkreis hängt, ob sie ihren Landkreis noch verlassen können oder nicht. Mhm. Ob sie ihre Heimat noch verlassen können oder nicht, das finde ich als große Ungerechtigkeit. Aber ist wohl wahrscheinlich auch schwer zu regeln, sowas. Mhm. Wie geht es denn Ihnen? Sie sind auch jemand, der gerne Reisen macht, auch in Ländern, die sehr weit weg liegen. Wie ist das für Sie, plötzlich sich da sehr einschränken zu müssen? Empfinde ich schon als eine persönliche Beschränkung, als eine Freiheitsbeschränkung. Reisen war für mich immer so eine Art Lebensform. Ich bin seit 30 Jahren auf Tournee, das heißt, ich reise in Deutschland. Und den Rest meiner Zeit habe ich eigentlich mit Reisen durch andere Länder verbracht. Und dass das jetzt alles nicht mehr geht, empfinde ich als extremen Bruch, als Zivilisationsbruch. Auf der anderen Seite ist es ja ganz schön, dass ich mal zu Hause vorbeigucken kann, ob da noch jemand ist. Das ist auch ganz nett, aber interessant ist, mit welchen Brüchen man sich auseinandersetzen muss, mit denen man nicht gerechnet hat. Man denkt ja immer, es geht einfach so weiter wie bisher. Beziehungsweise eigentlich habe ich immer gedacht, sowas könnte mal passieren, aber auf Viren wirklich? Bin ich nicht gekommen. Wirklich? Sie haben wirklich gedacht, sowas kann mal passieren? Ja, ich habe eigentlich immer auch mit meiner Frau, mit Freunden darüber geredet, dass sowas passieren kann, dass man nicht mehr auftreten kann. Mhm, okay. Es gibt ja durch viele äußere Umstände, nicht dadurch, dass äußere Umstände, hat. Ja, aber auch natürlich auch andere Umstände, Krankheit oder was. Mhm. Aber es geht beim Vulkanausbruch los, Anschläge und so weiter und so fort. Auf Viren bin ich eigentlich zuletzt gekommen. Mhm. Und dass es jetzt wirklich dazu führt, dass meine Branche praktisch nicht mehr existiert. Das ist natürlich schlimm. Für mich geht es. Ich bin seit 30 Jahren dabei. Ich bin kurz vorm Rentenalter. Ich kann sowas auch mal mit einer relativen Gelassenheit aufnehmen. Das ist für Tontechniker, Caterer, Veranstalter, Kartenverkäufer eine echte Katastrophe, was sich da tut. Mhm. Und dann ärgert es mich ein bisschen, wenn über DAX-Konzerne ganze Seiten geschrieben werden. Aber diese Menschen, diese massenhaften Menschen, die einfach aus der Produktionskette rausfallen und nicht wissen, wovon sie im nächsten Jahr ihre Miete bezahlen sollen, dass die quasi so ein bisschen unter den Tisch fallen und dass man dafür rote Lichter anmachen muss an irgendeinem Wochenende, damit überhaupt jemand bemerkt, dass da was passiert. Das ist eine Aktion, die in dieser Woche gelaufen ist, wo Denkmäler, berühmte Gebäude, Theater kunstvoll und so weiter ausgeleuchtet worden sind, um auf die Not des Kunstgewerbes, Entschuldigung, des künstlerischen Gewerbes hinzuweisen. Ja. Oft auch Kunstgewerbe, da müssen wir ehrlich sein. Ja, aber ich wollte das freundlich und neutral ausdrücken und ohne jeden Unterton. Haben Sie denn eine Art Planung für die nächste Zeit? Würde sagen, Sie sind zwar eingeschränkt, aber ein paar Reisen lassen Sie sich nicht nehmen. Ich fahre jetzt irgendwie nächste Woche mal nach Spanien, aber das ist für mich keine Reise mehr oder weniger, sondern das ist für mich nach Hause kommen. Also ich lebe da einen Teil meines Lebens auch. Wirklich schön. Ja. Und bin sowieso indessen Europäer, das habe ich gemerkt bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft. Als ich anfing, im Halbfinale zu den Europäern zu halten, da habe ich gedacht, es entwickelt sich etwas vaterländisch-europäisches in dir. Okay. Das fand ich ganz interessant. Was ist denn, wenn Sie reisen, wenn Sie weit wegfahren, sind Sie jemand, der dann versucht, möglichst so zu leben? Gibt es ja Leute, die möglichst so zu leben oder sich anzupassen den Leuten, auf die Sie dann treffen? Oder sind Sie jemand, der sich eher ein bisschen zurückzieht und beobachtet? Also wenn ich eins nicht verstehe, sind das Touristen, die versuchen so zu werden wie die einheimische Bevölkerung. Die fahren nach Mexiko, kaufen sich erstmal ein Poncho und versuchen 3 Wochen lang nur Mais zu essen. Und das hier, Sarah sagt gerade, Sie sind so? Ja, warum? Ich denke, ich habe mich erwischt. Nein, das ist ja nicht schlimm. Also, ich meinte toll. Das gar nicht das so schön. So intolerant, wie es jetzt klingt, ich finde es auch okay. Aber für mich ist es nichts. Also ich versuche, fremd zu bleiben eigentlich. Ich finde das gerade schön auf Reisen. Und das Faszinierende an Reisen ist, dass ich an Stellen aufschlage, wo ich nichts verstehe und wo ich auch nichts verstehen muss. Das heißt, ich kann loslassen. Wir sehen gerade ein paar Bilder. Können Sie sich erinnern, wo das war? Das war in Kathmandu. Da habe ich meine Pressefotos aufgenommen.
Sowas mache ich immer ganz gerne. Okay. Also ich habe meine Kamera immer dabei und dann sage ich jemandem, drück auf den Auslöser. Nee, das irgendjemandem. Ja, das meist meine Frau dann. Okay, wir wollten nur das klarstellen. Je nachdem, mit wem ich unterwegs bin. Also ich bin auch manchmal mit Freunden unterwegs. Ist es, an welchem Ort der Welt haben Sie sich bislang am fremdesten gefühlt? Ah, gibt es viele Dinge. In Japan ist es extrem fremd, weil man nichts mehr lesen kann. Also wenn die Leute vor einem stehen und man kann das Lächeln nicht mehr lesen und die Verbeugung und man weiß nicht, wie tief man sich verbeugen muss und man steht in der U-Bahn und weiß überhaupt nicht, wie man sich verhalten soll. Extrem fremd. Auf der anderen Seite, Sprache macht unheimlich viel aus und wenn man in China ist und kann kein Chinesisch, was zufälligerweise bei mir der Fall ist, wenn ich in China bin. Oh, da sehen wir ein tolles Bild gerade. Ja. Auch Ihre Frau? Nee, das bin ich. Das ist ein Selfie in der Tat. Um ganz ehrlich zu sein, vor einem Plakat. Nee. Ja, das bin nicht ich auf der Ehrentribüne neben Xi Jinping, sondern das ist... Das war in Nordrhein-Westfalen? Nee, das ist in der Tat in Beijing aufgenommen, das Foto. Okay. War auf der Beijing-Foto. Da habe ich ausgestellt und war ich eingeladen. Dann mache ich gerne so Fotos, die so offiziell aussehen. Ich habe auch ein Foto von mir neben Kim Jong-un. Auch ein Plakat? War ein Plakat, ja. Was wahrscheinlich erheblich sympathisch ist. Aber Sie nennen ja gerade das Stichwort Ausstellen. Ja? Was wenige wissen, ist, dass Sie ein renommierter und auch in vielen Ländern ausstellender Künstler sind. Sie haben Kunst studiert, Sie haben am Anfang auch gemalt. Jetzt machen Sie in der Hauptsache Fotografien, die so aussehen wie Gemälde. Mhm. Ist das das, was Sie für sich vorgenommen haben für die zweite Lebenshälfte, wenn das Kabarett zu unangenehm wird? Schon, wir sehen gerade ein paar. Ja. Das ist, guck mal, hier würde jeder sagen, das ist ein Gemälde. Das ist eine Wand in Marokko, in Marrakesch. Man findet ja oft so kleine Graffiti oder kleine Überbleibsel von irgendwas. Und auch da mag ich ganz gerne eigentlich, dass ich nicht genau verstehe, worum es geht. Für mich ist das so ein Stierkopf gewesen, der da an der Wand ist. Abgerissene Plakate, wenn noch Zeichen da auf den Bildern sind, die ich auch nicht unbedingt verstehe. Ich mache mich dann zwar kundig, damit ich nicht das Falsche auf meinen Fotos habe, aber ich vergesse auch möglichst schnell wieder, was es bedeutet, weil ich eigentlich ganz schön finde, wenn das Ganze im Wagen bleibt, wenn ich alles einer genauen Erkenntnis zuzuführen muss. Im Wagen. Waage. Dass alles ein bisschen doppeldeutig bleibt. Das ist das Schöne an Bildern. Die werden auch nachträglich nicht mehr korrigiert, diese Fotos. Nee, eigentlich nicht. Nicht draufgemalt oder so. Also Bilder werden technisch immer noch ein bisschen korrigiert, aber es ist nicht so, als wenn ich die Farben dann ändere oder großartig was umkomponiere oder so. Das mache ich nicht. So, das ist auch eine Wand in Marrakesch. Die sind beide aus einer Reise gewesen. Also ungefähr 10 Meter zwischen den Bildern. Das ist eine verwischte Schrift, was aussieht wie ein Scheibenwischer. Ist wahrscheinlich eine Pflanze, die da mal im Wind vorgestanden hat. Und die ist dann irgendwann abgeschnitten worden. Mhm. Und ich finde Schriftzeichen, dann, wenn sie wirklich fremd sind, eigentlich kann was unheimlich Schönes sein. Also das Zeichen frei erscheinen und eben als Bilder erscheinen und nicht als Bedeutungsträger. Ich finde, manchmal wiegt die Bedeutung von dem, was wir sehen, unheimlich schwer. Und auf Reisen kann man diese Bedeutung loslassen und hinter sich lassen und kann sich beeindrucken lassen und staunen. Und das ist etwas, was vollkommen verloren gegangen ist in unserem Leben. Die Fähigkeit, auf etwas staunen zuzulaufen, es nicht verstehen zu wollen, sondern einfach so aufzunehmen, wie es ist. Das erfinde ich als große Erleichterung. Also es ist doppelt, diese Erleichterung besteht aus einer Doppelung. Also Sie mögen es, wenn Sie fremd bleiben in einem Land. Mhm. Und wenn ich Ihre Fotos, die wie Gemälde aussehen, richtig deute, dann gehen Sie auch an die Stelle, die am rätselhaftesten wirkt. Ja, eigentlich schon. Ich möchte eigentlich ganz bewusst diesen Zustand zelebrieren sozusagen und auch Assoziationen freilaufen lassen. Also ich kann mir oft vorstellen, was diese Schriftzeichen bedeuten. Ich finde es dann sehr lustig, dass es meistens, wie in diesem Fall zum Beispiel, jetzt eine Werbung ist, die da draufsteht. Nee. Eine ganz profane Werbung für irgendwelche Friseursalons. Teilweise sieht Telekom-Werbung so aus im Iran. Da habe ich Schriftzeichen, die sehen aus wie Kalligrafien. Und es ist aber eine Telekom-Werbung. Und alles das, was profan in der Heimat ist, kann eine unglaubliche Bedeutung oder Schönheit entwickeln für jemanden, der fremd ist. Mhm.
Was kostet denn so ein schöner Dieter Nuhr? Da muss man meinen Galeristen fragen. Aber so ungefähr. Ich meine, das ist unterschiedlich, ist auch ernsthaft von der Größe der Bilder abhängig. Ja, wie groß war das zum Beispiel, was wir gerade gesehen haben? Die wirken schon, bei diesem Bild merkt man, die sind sehr groß, diese Bilder. Ja, man braucht auch relativ große Wohnungen. Das große Wohnung oder einen großen Raum wenigstens oder sowas braucht man gar nicht unbedingt. Ich habe teilweise 2x2 Meter Bilder bei mir im Badezimmer hängen. Nee. Aber ich lebe ganz gerne in diesen Bildern. Das muss man mögen, das muss man wollen. Und ist eine Frage der persönlichen Offenheit. Für mich ist ein Bild, was das kann mich überwältigen. Ich kann aber auch einen Abstand dazu nehmen und ein kleines Bild auf eine Riesenwand hängen. Das geht beides. Das war Ihnen jetzt unangenehm, die Frage nach dem Preis. Nein, Bilder kosten ein paar tausend Euro und dann sagen die einen, das ist aber unheimlich teuer und die anderen sagen, das ist aber unheimlich billig. Und ich mag mich deswegen nicht rechtfertigen einfach, weil das immer so ein Ding hat, diese, nach dem Motto, jetzt versucht er auch noch da Geld rauszuschlagen und so. Für mich ist das eine Lebensform, jede Form von Kunst, ob ich Texte schreibe oder Bilder mache. Und diese Bilder entstammen diesen ständigen Reisen, die ich mache. Seit Jahrzehnten fahren wir 3, 4, 5 Mal im Leben los an irgendwelche Ecken der Welt, die wir nicht kennen und lassen uns überwältigen davon und erfinden neue Dinge, die ich umarbeite in Bilder. Und ich glaube nicht, dass sich das in Geld umsetzen lässt. Ja. Ich halte das für albern. Also nichts Anklagendes, die Frage. Ja, ich weiß. Ich schwöre Ihnen, es hatte nichts. Aber ich weiß, dass viele dann das gleich wieder so umsetzen. Okay. Ja. Aber vielleicht bin ich da unterdessen schon übersensibel geworden, was das angeht. Ja, Sie haben ja einiges abbekommen in den letzten Jahren. Geht das manchmal, die vielen Shitstorms, mal kommen sie von rechts, mal kommen sie von links, verderben die einem auch die Freude an dem, was Sie, wofür Sie die meisten Menschen kennen, nämlich an den Auftritten als Kabarettist? Ganz ehrlich würde ich gerne sagen, nein, das ist nicht so, aber es ist schon so. Also ich gebe das auch offen zu. Es ist ja so, dass ich, glaube ich, politisch nicht so leicht zu verorten bin. Und das führt dazu, ich stelle eigentlich mehr in Frage, als dass ich irgendwas fordere oder dass ich klare eigene Positionen aufbaue. Sondern ich frage, sind die Dinge wirklich so, wie sie uns erscheinen? Und daraus besteht ein Großteil meiner Arbeit mit Texten. Und das führt dazu, dass wenn ich was über Grüne sage, dann bin ich Klimaleugner. Und wenn ich was über die AfD sage, bin ich Volksverräter. Und wenn ich was über Linke sage, bin ich Nazi. Und wenn ich was über Nazis sage, bin ich ein Schergen des Systems. Und dadurch habe ich eigentlich so einen Dauershitstorm. Also, und neulich habe ich eine völlig neutrale Nummer gemacht. Bei YouTube habe ich was reingestellt und die war völlig... Die hatte politisch nichts mit irgendwas zu tun. Waren so Alltagsbeobachtungen. Genau, eine Alltagsbeobachtung. Und da kam dann, haben Sie nichts Besseres zu tun, als in diesen schweren Zeiten so einen banalen Text loszulassen. Und glauben Sie, man muss sich mit dem, was da in Social Media über einen ausgekübelt wird, auch wirklich auseinandersetzen? Nee, meine ich nicht. Ich glaube, dass das eine winzige Minderheit ist. Das Problem ist, dass Journalisten das aufnehmen und das für die Realität halten. Das ist für mich das eigentlich Erschütternde, dass gerade Medienleute oft nicht in der Lage sind, das richtig einzuschätzen. Dass die nicht wissen, dass der Shitstorm im Internet von einer von Bots betrieben wird, von Fake Accounts, von ganz wenigen Leuten betrieben wird und dass die dann glauben, das sei die Stimmung. Dann steht in der Zeitung plötzlich der umstrittene Künstler und so. Und ich glaube nicht, dass das tut dann weh. Ja, nee, das tut nicht weh, sondern das ist... Nein, wenn das verstärkt wird über die... Ich halte es einfach für idiotisch. Es lässt mich verzweifeln, dass Medienleute nicht verstehen, wie Medien funktionieren. Also die halten das, was sie bei Facebook sehen, das ist nicht das Schlimme, das ist nicht, dass es bei Facebook steht, sondern dass es in den normalen Journalismus übergeht, dass diese Leute glauben, das sei die öffentliche Stimmung. Das ist das eigentlich Erschütternde. Sie haben gesagt, egal welche Partei Sie sich vornehmen, kommt gleich die Reaktion der anderen Seite. Und Sie haben auch mal, das haben Sie gerade gesagt, ich weiß, dass Sie irgendwann mal gesagt haben, Sie regen sich nur noch über Dinge auf, die Sie verändern können oder wo es eine Chance zur Veränderung gibt. Weil wir jetzt Manuela Schwesig hier haben. Regen Sie sich noch über die SPD auf? Nee, aus genau dem Grund nicht mehr, würde ich sagen. Was mich an der SPD ein bisschen aufregt, und das sage ich seit Jahren auch ab und zu mal in meiner Sendung, ist, dass wir haben jetzt 150 Jahre Sozialdemokratie und die Sozialdemokraten heute wundern sich, dass sie 15% haben in den Umfragen.
Und ich glaube, dass es dafür eine ganz gute Ursache gibt und auch eine relativ einfache Ursache. Ich glaube, wir haben ein Sozialsystem, was weltweit seinesgleichen sucht. Wir lernen gerade, dass unser Gesundheitssystem weltweit führend ist, offenbar. Sonst gingen wir nicht so gut durch diese Krise im Vergleich mit anderen Ländern. Wir haben ein Kulturleben, wir haben unglaublich viel geschaffen in diesen 150 Jahren Sozialdemokratie. Sozialdemokraten haben maßgeblich daran mitgearbeitet, dass wir diesen Sozialstaat haben. Sozialdemokraten waren in den letzten 20 Jahren an der Regierung beteiligt, 15 Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, ungefähr. Und das Einzige, was ich von Sozialdemokraten höre, ist, wie schlimm alles ist und wie sich alles ändern muss. Und dass ich mich dann als Sozialdemokrat nicht wundern muss, wenn ich nicht noch mal gewählt werde. Da finde ich 15% eigentlich noch relativ viel. Sagt Dieter Nuhr, der Gründungsmitglied, das wissen ja auch wenige, der Grünen war. Ja, das war damals meine Jugendzeit war grün-alternativ. Das war so damals. Und damals, glaube ich, gab es gar nicht viel anderes. Ich glaube, wir hatten einen in der Klasse, der war in der Jungen Union. Der war für uns sowas wie Philipp Amthor. Also der war die trugen damals alle auch so Aktenköfferchen. Die trugen damals als Erkennungszeichen Aktenköfferchen, weil sie glaubten, dass sie schon Geschäftsleute sind. Ja, genau. Ja. Aber wenn Sie so, also wirklich nur so über die SPD sprechen, schwingt da auch Bedauern oder gar Trauer mit über diese Partei, die so viel geleistet hat und die so viele anständige Menschen auch hervorgebracht hat in düstersten Stunden? Ja, wie gesagt, eben durch die vielen Reisen erfährt man, was alles gut ist bei uns im Land. Und wenn man dann nach Deutschland zurückkommt, ist es für mich immer wieder entsetzlich, wie wenig davon in den Köpfen verankert ist, wie fortgeschritten die Verhältnisse bei uns sind. Das heißt nicht, dass alles gut ist, ja, dass es nicht Verbesserungsbedarf gäbe in vielen Bereichen, dass bestimmte Berufsgruppen von mir aus sehr gerne viel mehr verdienen könnten und so weiter und so fort. Auch ich empfinde vieles als ungerecht, aber es ist im Vergleich mit den Normalzuständen auf dieser Welt so fantastisch, dass ich gar nicht begreifen kann, wieso Sozialdemokraten es nicht schaffen, das als ihre Leistung, als maßgebliche Leistung der Sozialdemokratie darzustellen und stattdessen in jeden Wahlkampf wieder reingehen mit dem Vorsatz, es muss alles anders werden und sich dann wundern, dass sie nicht gewählt werden. Also ich kann das nicht so bestätigen. Ich meine, die Sozialdemokraten bestehen ja aus mehr als 400.000 Mitgliedern und wir führen ja Regierungen an. Also zum Beispiel wir als SPD in Mecklenburg-Vorpommern werden seit 20 Jahren immer wieder gewählt und mit Sicherheit nicht deshalb, da gebe ich Ihnen recht, weil wir sagen, es ist alles schlecht, sondern ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil ich immer gerne auf den Punkt bringe, was funktioniert gut und die Corona-Krise zeigt, dass vieles, was gut ist, halt auch nicht selbstverständlich ist, dass man dafür jeden Tag auch arbeiten und kämpfen muss. Aber ich finde schon richtig, dass der Anspruch auch der Sozialdemokratie ist, zu sagen, wo funktioniert es denn nicht? Ja, klar. Und wie können wir Dinge besser machen? Und das Gesundheitswesen, ich sag's mal schon, die Corona-Krise hat gezeigt, wie stark unser Gesundheitswesen ist. Da bin ich auch fest von überzeugt, sonst würden wir nicht so gut durchgekommen sein. Aber wir sehen auch, was nicht funktioniert. Ich sage mal ganz klar, dass dass Krankenhäuser so eng wirtschaften müssen, dass eben keine freien Kapazitäten in Intensivbetten sind. Dass Intensiv, gerade im Bereich der Intensivpflege, Personal in den letzten Jahren ausgedünnt worden ist, weil es immer sehr ums Geld ging. Das sind ja schon Themen, finde ich, wo man drüber reden muss. Und also ich kenne viele, die nicht klagen und ich glaube, gerade mit dem Konjunkturpaket, was jetzt ja gigantisch ist, was auf den Weg gebracht wird, das hat Vizekanzler Scholz vor allem geschnürt. Also ich würde nur so an diesen Beispielen sagen, also ich glaube nicht, dass die Sozis so eine Truppe sind von wir lassen die Ohren hängen und jammern rum, was nicht klappt, sondern was uns antreibt seit über 154 Jahren. Aber nicht die ganzen 150 Jahre, bitte jetzt erzählen, weil das schaffen wir nicht. Das schaffen wir in dieser Sendung nicht, das ist die falsche Sendung dafür. Ich habe das jetzt mir ganz lieb angehört und wollte nur einmal sagen, dass wir eine jammernde Truppe sind, sondern wir beteiligen uns an der Regierung. Und ich denke schon, dass viele Dinge, die jetzt gerade in der Corona-Krise gut funktionieren, auch auf das Ticket der Sozialdemokratie gehen. Und ja, wir werden mal sehen, 21, es ist nun mal so, die Kanzlerin hat ist groß anerkannt, Frau Merkel. Sie wird aber 21 nicht antreten. Und ich bin sehr sicher, dass 21 die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland erstmalig sich damit auseinandersetzen werden müssen. Wer soll denn zukünftig Deutschland führen? Und da kann ich mir vorstellen, dass die Sozis da ganz gute Angebote machen können.
Also ich habe vollstes Verständnis, dass Sie so darauf reagieren. Natürlich. Dieter Nuhr, ich werde im Laufe der Sendung noch mal auf Sie zukommen, weil ich möchte unbedingt wissen, warum Sie eine Ameise vor sich hertragen. Und ansonsten finde ich eins ganz toll an Ihnen. Sie sind in die Sendung gekommen, obwohl Sie nichts zu verkaufen haben. Kein neues Programm, keine CD, kein Buch. Nee, ich habe Zeit. Ich bin ja berufslos gerade. Das finde ich. Also sehen Sie, es gibt auch in schlimmsten Zeiten den einen oder anderen Lichtblick. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Ich bin gerne.